Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind zum heutigen Meetup, zu den GTFS-Daten. Wir sind heute zu dritt von SKI Plus. Ich werde den Anfang machen. Mein Name ist Anne Wegmann. Ich bin Product Ownerin der Open Data Plattform Mobilität Schweiz, Open Transport Data Swiss. Ich werde eine kurze Einleitung machen zu den GTFS-Daten und dann wird in einem zweiten Teil, den Hauptteil, Matthias Günther übernehmen. Er ist Business Analyst bei uns im Team SKI Plus. Er wird vor allem dann auch zum GTFS-Profil etwas sagen, also den Deep Dive machen. Und zum Abschluss wird noch Christine Matt, die Sie alle schon ebenfalls gelesen haben. Sie hat das Ganze auch organisiert. Sie macht bei uns das Community Building. Sie wird den Abschluss machen noch vom Meetup heute. Somit komme ich auch gleich zur Agenda. Wie gesagt, im ersten Punkt werde ich etwas Einführendes sagen, zuerst zu GTFS Static und Realtime und was wir auf der Open Transport Data Swiss heute anbieten. Dann wird es einen Deep Dive geben zum GTFS Profil und dem aktuellen Stand davon und einen kurzen Ausblick in die Roadmap rund ums GTFS-Ökosystem und dann noch einen letzten Punkt zur Community. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese direkt stellen oder auch am Schluss, Sie können sie in den Chat schreiben oder die Hand heben oder wenn wir es nicht merken sollten, dann auch einfach das Mikrofon einschalten und die Fragen direkt stellen. Das Ganze soll nicht unbedingt ein Vortrag sein, sondern wirklich auch eine Diskussion zu den Punkten, die Sie interessieren. Gut, dann eine erste kurze Einführung zu GTFS, General Transit Feed Specification. Das ist ein offener Standard. Ich denke, vielen von Ihnen kennen das Format schon. Es ist ein offener Standard für Transportinformationen, für Reisende. Transportunternehmen können so ihre Daten zu den Verkehrsleistungen zur Verfügung stellen. Das wird auch schon von sehr vielen Transportunternehmen genutzt. Es erlaubt auch vielen sehr vielfältigen Applikationen, diese Daten zu nutzen. Es gibt hauptsächlich zwei Teile, GTFS Static, das sind alles die Daten, die von den Fahrplänen kommen, also alles die Plandaten und alles, was da dazu gehört. Und dann gibt es mit GTFS Realtime noch Echtzeitinformationen zu Trip-Updates oder Fahrzeuginformationen. Die GTFS-Static-Daten stehen in einer Sammlung von Textfiles zur Verfügung. Auf unserer Plattform sind diese ZIP-File, stehen die zur Verfügung. Und die Echtzeitinformationen mit GTFS Realtime stehen als Protocol-Buffer zur Verfügung, auch als JSON, aber mehr für Testzwecke. Das Protocol-Buffer ist ein Binärformat, das für die Serialisierung von strukturierten Daten genutzt wird. Wenn wir das in der Customer Journey anschauen, wo werden die Daten vor allem genutzt oder wo sind sie hilfreich, dann geht das eigentlich fast über die ganze Customer Journey, wenn wir uns das anschauen. Und zwar bei der Planung natürlich, dort sind die Fahrplandaten relevant. Also ich will eine Reise planen, ich will schauen, wann ein Zug, ein Bus, ein Schiff fährt. Dann bin ich vielleicht im ersten Leg unterwegs im Bus, will wissen, kommt er auch rechtzeitig am Bahnhof an, wenn ich da umsteigen muss. Ich habe dort also dann mit den Realtime-Informationen Informationen, ob der Bus pünktlich ist. Dann will ich vielleicht auf einen Zug umsteigen. Ich will schauen, fährt er wirklich noch am Gleis, wo er mal geplant war oder gab es dort einen Gleiswechsel, gab es irgendwelche Probleme. Oder dann auch, wenn ich im letzten Leg bin, dann will ich vielleicht wissen, komme ich rechtzeitig an oder gibt es sonst noch irgendwelche Verspätungen oder auch dort einen Gleiswechsel, wenn mich jemand abholen kommt oder ich dann wissen will, von wo ich dort weitergehe. Das sind also, ist immer ein Zusammenspiel der beiden Static- und Realtime-Daten, die dort genutzt werden können. Hier noch ein kurzer Überblick zu den GTFS-Static-Daten, also wirklich alles, was Plandaten sind. Das gibt eigentlich einen Blick in den öffentlichen Verkehr an einem bestimmten Zeitpunkt, in einer bestimmten Region.
gibt das einen Überblick, über was gefahren wird dann. Diese Daten, die aktualisieren sich natürlich nicht allzu oft. Wie gesagt, das sind Plandaten. Es ist eine Sammlung von Textfiles. Und wir stellen diese, die sind unten einen kleinen Screenshot, das ist das, was wir auf der Open Transport Data Suite zur Verfügung stellen. Das sind beispielsweise Informationen zu Haltestellen, in Stops oder zu Routen, zu den Linien, zu den eigentlichen Trips oder auch zu den Agencies, das sind die Transportunternehmen. Es müssen nicht alle der Dateien, die Sie rechts sehen in der Liste, zur Verfügung gestellt werden, damit es ein valides GTFS ist. Es gibt gewisse, die müssen zur Verfügung gestellt werden und andere, die sind freiwillig. Und rechts sehen Sie das einfach alles, was grün ist, das stellen wir bei uns heute zur Verfügung. Die grauen hinterlegten Files, die stellen wir heute so nicht zur Verfügung in der Schweiz. Das ist so nicht implementiert. Ich erspare Ihnen jetzt, dass ich dort alles runterlese, was in der Tabelle steht. Wie gesagt, die Folien, die werden nachher auch an Sie abgegeben. Das ist mehr auch zu Dokumentationszwecken gedacht. Bei den Echtzeitinformationen ist es insofern etwas anders. Da geht es natürlich, gibt es häufiger Updates, das ist eben in Echtzeit. Dort geht es vor allem um Verspätungen, um Unterbrechungen, um Fahrzeugpositionen oder auch um die Ankunftszeiten. Dort gibt es hauptsächlich drei Datentypen, die zur Verfügung stehen. Einerseits die Fahrzeugpositionen, dann Updates für die Reisen, Trip-Updates sozusagen. Das ist, wann ein Bus zum Beispiel ankommt oder ob er 3 Minuten Verspätung hat. Und dann Service Alerts, da sind nochmal Informationen zur Verfügung, wenn es zum Beispiel eine Verschiebung gibt von einer Haltestelle oder solche Informationen. Wir stellen heute die Trip-Updates zur Verfügung. Die Service Alerts, die sind noch nicht produktiv. Da sind wir noch in der letzten Phase beim Testing. Und die GTFS-Static-Feeds, die GTFS-Static-Daten, die stehen bei uns nicht als Feed zur Verfügung, sondern als File zum Download. Da kann ich auch gleich darauf angehen, was wir heute eben zur Verfügung haben. Die Basis von allem, also die Masterdaten, sind die Fahrplandaten aus der Fahrplansammlung, Info Plus. Das ist ein HRDF-Export, HRDF, HFAS Raw Data Format, ein Standardformat, das genutzt wird für den Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen in der DACH-Region. Das ist ein wöchentlicher Export. Und darauf basieren wird dann das GTFS Static generiert, das wir wöchentlich publizieren in der Version 1.0. Und da enthalten sind Fahrplandaten von allen Transportunternehmen, die eben ihre Daten einliefern in die Fahrplansammlung. Dann die API GTFS Realtime, die Trip Updates. Dort sind alle Transportunternehmen enthalten, die eben Echtzeitdaten einliefern. Da gibt es eine halbe Stunde zurück und 3 Stunden in die Zukunft, die Vorschau. Dort gibt es zwei Get-Requests pro Minute absetzen und es ist 1 Minute genau für die Verspätung. Also da sind wir bis die Accuracy ist dort 1 Minute. Man kann das mit der GTFS-Static-Daten mappen. Es geht auch mit HRDF, da braucht es den einen oder anderen Hack dazu. Mit NetDex jedoch lässt sich das nicht mappen. Dann, wie gesagt, die Service Alert, die sind jetzt hier noch gelb markiert, die sind noch nicht produktiv zur Verfügung. Sie werden dann alle Transportunternehmen oder Daten von allen Transportunternehmen sein, die heute die Daten zu Ereignissen zur Verfügung stellen. Die können das unter anderem über das EMS, Ereignismanagementsystem, tun, wo sie Daten erfassen können, zum Beispiel zu Baustellen, wenn dann eine Haltestelle verschoben ist oder solche Informationen. Ich hüte mich zwischen davor, da ein genaues Datum zu nennen, wann wir diese produktiv haben, aber wie gesagt, da sind noch die letzten Tests am Laufen. Dann die weiteren drei, GTFS Flex, Pool und Vehicle Position, da haben wir heute noch keine produktive Implementation dazu.
Matthias wird nachher noch etwas dazu sagen, zu den drei Themen auch. Es gibt erste Ideen, aber heute steht da noch nichts auf Open Transport Data Suisse zur Verfügung. Und damit ein erster Überblick, da schließe ich und gebe weiter an Matthias für den Deep Dive. Danke. Ich fokussiere mich jetzt auf das GTFS-Profil. Das ist ein Dokument, das wir am Erarbeiten sind. Und das wir dann auch mit den Folien verschicken. Wir sind froh, wenn wir Feedback dazu behalten. Es ist immer noch ein Entwurf. Unter Profilen verstehen wir ein Dokument, das aus einem bestehenden Standard dann beschreibt, was wir wirklich machen wollen. Die meisten Standards sind etwas breiter definiert, im Fall von GTFS nicht sehr viel breiter. Im Fall von NetEx ist, wo man dieselben Sachen auf mindestens drei verschiedene Arten machen kann, ist das entscheidend. Also wir legen zum Teil gewisse Felder, die optional waren, sind dann Pflicht, gewisse Enums sind möglich und oder nicht möglich. Die Idee ist, dass man eine möglichst interpretationsfreie Lösung hat, die dann von allen Abnehmern verwendet werden kann, von SKI Plus. Nächste Folie, bitte. Also dies ist hier nur die Kapitelübersicht vom Ganzen. Man muss sich etwas gewöhnen an die Art, wie wir Profile strukturieren. So die Kapitel 1 bis 9, das ist so das Generelle, wo einfach beschrieben wird, worum es geht, wer verantwortlich ist. Die sind alles stereotypisch und dann kommt der effektive Inhalt in den folgenden Kapitel. In dem Fall eines zu GTFS Static, dann Realtime, dann Trip und dann Service Alert, dann Trip Updates und dann noch die weiteren Spezialkapitel, die wir dann haben. Nächste Folie. Ein Teil dieser Kapitel 1 bis 9 ist auch eine Einordnung des Standards. Wir haben Kriterien definiert, die sind alle aus dem großen Standardisierungskonzept für die NADIM, wo die einzelnen Standards, die wir überhaupt anschauen, drin sind. Die sind alle beurteilt, alle nach demselben Schema mit 1 bis 3 Pluszeichen und einer Kurzbegründung. Und die für GTFS sagt eigentlich das Ding, kann man brauchen, soll man brauchen im Ökosystem ÖV Schweiz. Wir schauen ja nicht eigentlich die SKI-Standards an, dort wäre es ja klar, dass das Pendant dazu namentlich für die Echtzeit, also sind HRDF und dann VDV 454 aus und REF aus. Bei uns kommt noch dazu Siri Estimated Timetable und Plan Timetable, was wir dann ja auch in Kürze publizieren werden. Also es hat auch etwas länger gedauert, weil die einzelnen Dateien oder beziehungsweise die einzelnen Streams so groß werden, aber das ist in Arbeit. Also auf der rechten Seite ist das, was für Siri ETPT gilt. Im Generellen kann man sagen, dass sich über VDV und über Siri ETPT ein paar Sachen mehr abbilden ließen, die aber für die meisten Use Cases nicht sonderlich relevant sind. Es hat sehr viele Spezialisten hier, die können jetzt widersprechen und dann schauen wir, ob wir entweder dann GTFS aufrüsten müssen oder dann müssen wir halt für die dann wirklich mit Siri Estimated, also für allgemeine Abnehmer wird Siri Estimated Timetable sein und für die Transportunternehmen ist es dann VDV 454 aus. Nächste Folie. Auf der linken Seite ist wieder dieselbe Liste von Dateien, die wir brauchen. Es sind ja alles CSV-Dateien, die ein bisschen unterschiedlich groß sind. Ich gehe auch jetzt hier nicht darauf ein, außer jemand von euch möchte speziell etwas wissen, was wir machen. Auf der rechten Seite, es ist einfach wichtig zu wissen, wie die Dinge identifiziert sind. Wir haben vor vielen Jahren
nicht ganz genau uns überlegt, wie wir es machen sollen. Und das führte dann dazu, dass wir jetzt immer noch ein bisschen aufräumen müssen. Aber zusammen mit den Sit4PT, also den generellen IDs, die sowieso für den gesamten ÖV definiert werden, sind wir da auf gutem Weg, dass wir das jetzt alles sukzessive dann ersetzen können. Und wir haben auch schon Zwischenmaßnahmen getroffen. Also zum Beispiel die Route-ID, die sind inzwischen, sollten die innerhalb eines Fahrplanjahres stabil sein und meist auch zwischen den Fahrplanjahren. Spätestens mit der Einführung der Swiss Line ID wird sich das dann sowieso bessern. Zur Trip ID, das ist im Moment ein internes Format, das wurde damals so definiert, wird auch in Zukunft, also sie bleibt, da komme ich dann noch drauf, aber die Swiss Journey ID, die sonst verwendet wird, die stellen wir dann auch zur Verfügung. Nächste Folie. Wie von Anne erwähnt, machen wir in der Echtzeit Service Alerts und Trip Updates. Die Trip Updates sind eigentlich nach GTFS RT Version 1 und die Service Alerts nach GTFS RT Version 2. Und vielleicht kann man sagen, wenn jemand dringend schon mal einen Testzugang will, dann soll er sich doch auch bei uns melden, dann können wir schauen, dass wir das machen können. Was wir auch haben, wir haben eine gewisse Limitation auf der seitlichen Achse. Also man kann nur einmal, oder man kann so viel anfragen, wie man will, dann ist der Schlüssel dann irgendwann mal blockiert. Und zweitens kriegt man während 30 Sekunden sowieso immer die gleiche Antwort, weil das ist die der Cache zur Verfügung stellt. Also von dem her, das ist was möglich ist. Was vielleicht auch wichtig ist, ist die Art, wie Verspätungen dargestellt werden bei den Trip-Updates, nämlich dass wir uns immer an den Departure-Times orientieren, unsere Lösung. Und was ja auch ist, ein GTFS-Realtime ist ja eigentlich immer ein Delta zum GTFS-Static. Es muss also immer alles beides zusammen genommen werden. Die es schon verwenden, die kennen das. Das ist mit der Aufschaltung des neuen GTFS-Static am Morgen und dann immer am Mittwochnachmittag und zur definierten Zeit wird der Realtime-Datenstrom umgeswitcht auf das neue, auf GTFS-Static. Nächste Folie. Das sind hier einfach Musterbeispiele von wie die Service Alerts aussehen. Sie sind hier immer im JSON-Format. Es ist sehr wichtig zu erwähnen, dass das JSON-Format, das wir zur Verfügung stellen, das ist ein Benefit, weil das eigentliche Format ist ja Protobuffer, macht sich halt auf Screenshots nicht so gut. Aber wenn Sie produktive Anwendungen entwickeln, verwenden Sie nicht das JSON, sondern verwenden Sie wirklich den Protobuffer. Das ist das, was eigentlich offiziell normiert ist. Was vielleicht auch wichtig ist, da gäbe es dann auch spannend, Feedback zu erhalten, ist das Mapping, das wir machen mussten zwischen den einzelnen Service Alerts. Das ist ja ein generelles Problem, dass diese Mappings korrekt dargestellt werden müssen. Also dass halt die Ausdrucksstärke des einen Standards größer ist als die Ausdrucksstärke des anderen Standards. Sieht man jetzt hier am Beispiel, dass sehr viele ein bisschen other cause dann sind. Gut, nächste. Was vielleicht auch zu sagen ist über die Art und Weise, wie Service Alerts bei uns gemacht sind, es sind eigentlich immer die Texte, wie wir sie unten rechts sehen. Im ursprünglichen VTV 736 sind das die Publishing Actions, also die ganze Störungsinformation befindet sich in Texten. Das ist auch im 7
bei Siri S6, wir verwenden primär den Teil und nicht der Teil, der dann eigentlich die Consequences beschreiben würde. Aber ich denke, die eigentliche Struktur ist recht einfach. Man hat die aktive Zeit einer Meldung, dann die Agency Route ID, Direction ID kann man angeben. Oder auch die Agency und den Stop ID, also für die beiden generellen Typen von Störungsinformation, entweder auf der Linie oder auf dem Halt. Und dann den Cause, also mit eben sehr häufig leider Unknown Cause. Und dann eigentlich dem Text, denn in mehreren Sprachen. Das müssen wir dann noch etwas anschauen, wie wir das machen. Also wir haben es gemacht, weil in VTV 736 könnte ich jetzt eben verschiedene Textlängen angeben für verschiedene Medien. Hier gibt es halt nur eine Länge. Aber ich denke, dafür ist es auch nicht eigentlich gedacht, dass man das dann auf Gleisanzeigern oder anderen Geräten mit sehr limitierter Breite für die Ausgabe ausgibt. Also das wäre jetzt ein Beispiel einer solchen Meldung. Und ja, also auf der Testumgebung läuft es bei uns. Also wie man es bekommt, ist eigentlich wie bei allem unseren Sachen, dass man auf die Webseite geht, sich einen Schlüssel löst und dann die Connectivity. Ah, sorry, nächste Folie. Ja. Und dann das entsprechende Interface auswählt. Im Cookbook ist das auch detailliert beschrieben. Ich gehe weiter zur nächsten. Das ist eben noch ein Beispiel für Trip-Updates, das wir ja schon sehr, sehr lange haben und wie es aufgebaut ist. Auch hier für die Darstellung im JSON-Format und auch hier die Bemerkung, produktiv bitte Protobuffer verwenden. Und einfach dargestellt wird das Ganze jeweils auf der rechts mit der Arrival-Departure, mit der Verzögerung, die man hat gegenüber dem Fahrplan. Also es ist wirklich wichtig, die Trip-Updates ohne Static kann man nicht verwenden. Das wäre so die klassische Variante, die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Ich denke, da gibt es auch keine spezifischen Fragen dazu, außer jemand möchte eine stellen. Weil sonst gehe ich dann weiter zu den Sachen, die jetzt etwas neuer sind. Nächste Folie sonst. Ja, wir haben ja begonnen, On-Demand-Verkehre aufzunehmen. Wir produzieren eine NetText-Datei mit dem Inhalt, mit dem Problem, dass es natürlich noch fast etwas komplexer ist als das normale NetText für normale Fahrpläne. Wir haben im Moment noch keine Implementation dazu. Wir sind dabei, eine zu planen. Möchte jemand noch kurz, soll ich kurz eine Einführung machen, was wir unter On-Demand verstehen in der Schweiz? Einfach andere, ja. Ja, bitte. Okay, dann mache ich das doch. On-Demand, also wir haben die klassischen Verkehre, die fahren eine Serie von Haltestellen ab. Bei On-Demand-Verkehren gibt es verschiedenste Ausprägungen. In der Theorie könnte man sagen, wenn es Bedarfshalte gibt, ist es eigentlich auch schon ein Bedarfsverkehr. Also halt auf Verlangen beim Aussteigen. Es gibt ja auch Stationen, wo man einen Knopf drücken kann und dann hält das Fahrzeug überhaupt. Das wird meistens aber noch als klassischer ÖV angeschaut.
Dann gibt es Linienverkehre, wo nicht jeder Punkt angefahren ist. Entweder fährt er oben im Dorf oder unten im Dorf durch und erhält nur an einer der beiden Haltestellen. Oder dann gibt es dann die flächenartigen Verkehre, wo er zum Beispiel innerhalb eines Dorfs fährt er einfach rum an Haltestellen, die einfach angegeben werden. Oder dass man sowieso ganz eine Fläche ist, wo man einfach sagen kann, ich möchte von A nach B Adressen und dann kommt der Bus oder meist dann ein Büsschen und holt einem ab. Wir haben solche Verkehre, etwa 15 Angebote in der Schweiz im Moment. Tendenziell ist das etwas, was wachsen kann, weil es gerade in Randregionen unter Umständen effizienter und billiger ist als ein Linienverkehr. Es kann auch mehr abdecken. Das Problem ist, dass es sehr viele Sachen gibt, die sich machen lassen mit On-Demand-Verkehren. Also weil ein On-Demand-Verkehr besteht normalerweise aus einer Fläche, die also ein Umriss ist, dann einer Serie von, sagen wir, Sammelstellen, weil es ja meistens keine offiziellen ÖV-Haltestellen sind. Und dann gibt es Regeln. Und die Tücke in den Geschäftsmodellen liegt bei den Regeln. Ich kann zum Beispiel definieren, darf nicht meinen klassischen ÖV konkurrenzieren. Das kann also heißen, dass zum Beispiel der Bus fährt nie entlang, also der On-Demand-Bus fährt nie entlang der normalen Busroute. Das macht er nicht. Oder er macht es zumindest nicht, wenn der normale Bus noch fährt. Man hat auch meistens eingeschränkte Betriebszeiten. So zum Beispiel der On-Demand-Bus fährt nur am Abend. Es ist auch möglich, dass man Regeln hat, dass du sagst, von dem Teilgebiet in das Teilgebiet darf ich nur am Abend oder wenn ich behindert bin. Und das dann abzubilden und dass man das machen kann. Das kommen wir dann wahrscheinlich langsam an die Grenze, was man mit dem GTFS Flex abbilden kann. Man kann gewisse Sachen mit NetEx abbilden. Allerdings ist dann auch die Frage, was macht ein Abnehmer mit solchen Regeln? Vor allem, wenn er gewisse Sachen nicht weiß während der Suche. Der durchschnittliche Routenplaner weiß zum Beispiel nicht, ob der Anfrager behindert ist oder nicht. Das heißt, er kriegt, welche Antwort soll er jetzt geben? Die mit Regeln, mit Behinderung oder ohne? Und die Idee war eigentlich auch, dass wir das, weil NetEx auch hier etwas komplex ist, dass wir dann anschauen und die On-Demand-Verkehre auch als GTFS-Flex zur Verfügung stellen, dass dann etwas einfacher eingelesen werden kann. Wobei im Moment übernimmt auch Google selbst die GTFS-Flex nicht. Aber es wäre so mal ein Start, dass man es mal hat und dass man es beschreiben kann. Das ist eine Idee der Erweiterung, auch der Vollständigkeit halber, auch weil es einfacher zu analysieren ist und weil On-Demand-Verkehre eigentlich auch ein nicht, sie sind nicht natürlich, aber nicht die Bedeutung von Individualverkehr und der ÖV, aber sie könnten einen Beitrag leisten, namentlich in Randregionen. Und der aktuelle Arbeitsstand ist es, dass wir Tests gemacht haben und es sieht eigentlich gut aus. Wir könnten eigentlich die meisten Angebote so mal darstellen. Nächste Folie sonst, wenn keine Fragen sind zu dem. Gut, dann das ist etwas sehr Neues, sehr Experimentelles. Es geht um das GTFS-Pooling, also beziehungsweise es ist noch, glaube ich, nicht offiziell, es ist einfach so wie es angeschaut ist, ist im Moment bei uns. Wir sind auch daran, dazu ein White Paper zu schreiben, das wir dann hoffentlich in Kürze auch mal vorstellen können. Beim Vehicle Pooling, bei On-Demand hat man meistens immer noch einen Operator, der das Ganze macht, also eine Betriebsfirma
ein TU, manchmal ist es halt auch kein TU im Sinn, dass sie keine klassische Konzession haben, wie zum Beispiel MyBooksy. Beim Pooling ist es so, dass es eigentlich alles private Fahrer sind. Das ist ursprünglich, es gibt verschiedene Varianten von Pooling. Also das ganz klassische wäre so die Mitfahrzentrale, wo man wirklich vom, sage ich, so nach Harry mit Sally, wir fahren von Chicago nach New York. Aber das gibt es auch sehr viel im kleineren Umfang und dort zwei Varianten. Das eine ist das so mehr die Pendlerfahrgemeinschaft, die wirklich dann fast täglich am Morgen so 8 oder 3 im Auto zur Fabrik fahren. Und das andere, es wäre dann wirklich so flexibel, also ich fahre jetzt nach Bümpliz, will auch gerade jemand noch nach Bümpliz fahren. Also als Berner, Bern Bümpliz. Und dort gibt es viele kleine Anbieter im Sinn von Plattformanbietern. Und bei den Analysen, die David Rudi gemacht hat, sind wir dann drauf gestoßen, irgendwann mal, dass solche, das sind Einzelfahrten im Normalfall, im Fall von ich fahre jetzt dann nach Bümpliz. Andererseits sind es dann gerade so Pendlerfahrgemeinschaften, die sind dann wirklich so fast wie Linien. Oder ich fahre von Montag bis Donnerstag immer um 8 Uhr hin und um 17 Uhr zurück. Und die Idee dann, das ist jetzt nicht von uns, die haben andere gemacht, war einfach zu sagen, ja, warum beschreiben wir das nicht gleich auch mit GTFS? Weil es sind Fahrten wie die anderen Fahrten auch. Und das ist das, was wir jetzt anschauen und uns überlegen. Das ist noch we weiter weg von einer Implementierung, aber wäre unter Umständen dann spannend, wenn wir sagen, dass wir auch das Pooling haben wollen. Was vielleicht auch zu sagen ist, ist, bei Pooling gäbe es theoretisch noch einen zweiten Aspekt. Oder dass da hier sind jetzt die Fahrten, die angeboten werden. Andererseits wäre es auch möglich, die Bedarfe anzugeben. Da sind wir uns im Moment noch am Überlegen, ob wir das mit einer zusätzlichen Spalte, also einem zusätzlichen Element machen wollen, ob man sagt, das sind halt dann zwei verschiedene Dateien oder ob wir sagen, nö, das machen wir im Moment nicht. Aber de facto, was wir dann noch anschauen müssen, ist gerade bei den Long Distance ist es natürlich so, dass es noch eine Unsicherheit gibt im Sinne, dass sagen, ich fahre an dem Tag, aber irgendwo zwischen 9 und 12 am Morgen fahre ich los und ich bin bereit, 15 Kilometer Umweg zu fahren, um die Person abzuholen. Das ist im Moment, glaube ich, noch nicht drin, aber andererseits ist das vielleicht auch gar nicht nötig für die erste Stufe. Oder wir reden hier ja nur von der Informationsstufe. Oder das Buchen selbst ist dann natürlich der eigentliche Schritt, wo man dann solche Sachen festlegen kann. Ist bei On-Demand übrigens auch so. Oder wir hinterlegen zum Teil eine hypothetische Zeit, durchschnittliche Zeit, die der On-Demand-Bus braucht, um einem abholen zu kommen. Und ob die dann effektiv stimmt, ist etwas ganz anderes. Müsste man vielleicht auch ein bisschen schauen, es gibt dann auch noch den Spezial-On-Demand-Fall, wo es zum Beispiel darum geht, wirklich den Zug am Bahnhof zu erreichen. Und das ist die Zeit, die ihr dann wirklich schaffen sollte, weil sonst sitzen dann 4 oder 5 Pendler im On-Demand-Bus und sind unglücklich. Und dann kaufen Sie sich ein Auto. Gut, Fragen zum Pooling. Also wir sind bei solchen Sachen froh immer für Feedback, wenn ihr uns sagt, doch, ist geil, müsst ihr machen, Bedarf vorhanden, darauf warten wir schon ewig. Wenn wir da etwas hören, dann machen wir etwas mehr vorwärts und wenn wir mehr so hören, ist der größte Quatsch, braucht sowieso niemand. Dann ist das dann vielleicht eher etwas, was wir nicht als nächstes angehen. Nächste Folie, bitte. Ja, zur Roadmap. Das ist im Moment ein Entwurf.
Und es ist auch nicht komplett und sie ist ja auch schon bald fertig, wenn man sich das anschaut. Aber die Idee ist wirklich, dass wir auch im Hinblick auf die Community, wo dann Christine drauf eingeht, dass wir dort wirklich etwas sagen können, was wir machen. Und also unsere Idee ist, obwohl wir es angesagt haben, wir wollen nichts sagen, ist schon eigentlich die Idee ist, im Q1 2024 möchten wir die Service Alerts wirklich haben. Das Profil möchten wir im PI 17 finalisieren, das also auch Q1. Die GTFS-Verfügbarkeit habe ich jetzt mal im Q1, Q2 angegeben. Das ist im Moment, würde ich sagen, noch nicht committed. Und was wir damit sagen können, ist, dass beim Pooling wir eigentlich mal ein Konzept haben wollen per Ende Q1 24. Dann, was alle die wirklich damit arbeiten, sicher brennend interessiert, ist die Swiss Journey ID. Dort ist die Idee, dass wir es bis Ende PI 18 sicher etwas haben. Allerdings ist so, dass die Journey ID muss dann auch vorhanden sein. Also wir können nichts machen, wenn die Journey IDs in der HRDF-Datei nicht drin ist. Und leider ist es so, dass nach der aktuellen Arbeitsstand es müssen alle Swiss Journeys ID im HRDF sein, bevor wir die Umsetzung machen können. Aber da wir den Bedarf kennen, ist das schon etwas, was wir dran sind. Aber da gibt es eigentlich noch eine Abhängigkeit zum vorangehenden System. Dann ist es bei den Haltestellen ja so, dass wir auch daran arbeiten, das zu verbessern. Wir hatten ja, weil es HRDF ist, wurde die Gleisdatei von dort verwendet, um die Haltekanten darzustellen. Das heißt, die Haltekanten hatten keine Koordinaten. Und jetzt mit den neuen Daten kommt das jetzt, dass wir die Haltekanten modellieren können, richtig. Gibt auch da noch ein paar Datenprobleme, die behoben werden müssen, namentlich bei Bahnhaltestellen, weil dort ist, es ist schon eigentlich schon schlimm genug, dass man eine einzelne Koordinate hat für ein 400-Meter-Gleis. Es ist allerdings etwas schwierig, das dann die Umsteigezeiten, das Umsteigerouting sauber zu machen, wenn diese Koordinate am Ende auf der Höhe eines Signals bei einer solchen Haltekante deponiert ist. Aber das ist ein Datenqualitätsproblem, da ist man dran, das wird jetzt sukzessive, werden immer mehr Haltestellen mit korrekten Haltekanten ausgeliefert werden. Im Moment ist das gemacht, allerdings ist das nur ein paar einzelne Bahnhöfe. Ein weiteres Thema sind die Shapes. Das wurde schon mehrfach gefragt. Wir sind dort dran, also wir haben das angeschaut. Es gibt ja auch Lösungen, die das können. Was wir im Moment da haben, ist zwei. Wir haben einerseits ein kleines Lizenzproblem. Und also nicht, die meisten von euch haben dann keines, weil es sind halt OSM-Daten. Und wenn wir die Shapes aus dem OSM generieren und das dann rausgeben, dann steht das halt unter einer OSM-Lizenz. Und das ist halt nicht ganz für jeden Abnehmer dann das Optimale. Und wir haben auch von OSM noch ein paar Datenresten, die bei unserem Shape, bei unserer Shape-Generierung dann zu unschönen Resultaten führen. Die korrekte Endlösung für die Shapes, also die Darstellung des Fahrweges, ist eigentlich, dass die Transportunternehmen für jede Fahrt, also nicht auf Linienebene, sondern auf Fahrtebene, den Fahrweg mitliefern. Das ist etwas, was nicht in der Pipeline ist im Moment. Also immer wenn man etwas macht, wie eben wir generieren es halt anhand der Haltestellen aus GTFS, dann kommt die Antwort, das ist dann scheiß Qualität und dann sagen wir, ja, dann macht es doch richtig, aber ist im Moment noch nicht der Fall.
ist aber dann die Endlösung. Weil dann kann dann wirklich auch der effektive Fahrweg verwendet werden, weil sonst ist am Schluss immer ein Estimate. Die stabilen Liniennummern haben wir schon und ein Spezialfall, das sind dann noch die Darstellung der Flügelzüge, wo wir dann auf PI 17 mal ein Konzept anschauen wollen, wie wir das machen können. Das ist auch am Schluss ist ein Datenproblem. Es kommt dann oben nach unten dazu. Okay, dann nächste Folie bitte. Eben, wie gesagt, wir sind auch froh, wenn ihr etwas wirklich vermisst, das ihr gerne hättet, oder wenn ihr sagt, nö, das hat andere Priorität, dann entweder hier in den Chat schreiben oder sich bei uns melden. Weil die Idee ist nicht, dass wir das machen, weil wir es so lustig finden, sondern damit es den Abnehmern möglichst viel Nutzen bringt. Nächste Folie. So, jetzt habe ich zwar eben schon sehr viel gesagt von dem, was jetzt kommt. Ich gehe drum und auch von der Zeit her recht rasch drüber. Vielleicht muss man sagen, wie wir es schon seit Jahren machen, eben diese Unterteilung in Haltestellen, Haltekanten ist eigentlich nicht original GTFS. Es ist aber eine Erweiterung, die nicht wir erfunden haben und die sich eigentlich jetzt auch durchgesetzt hat, dass man einfach die Hierarchie darstellen kann. Und es ist auch im Cookbook genau dokumentiert, wie es aussieht. Dann die nächste Folie. Ich habe schon gesagt, die Swiss Journey ID kommt. Und jetzt ist das aber das Problem, dass die von der Definition von der Journey ID, die ist nur eindeutig zusammen mit dem Betriebstag. Also ich kann die Swiss Journey ID an einem anderen Betriebstag für etwas anderes verwenden. Das ist bei GTFS nicht erlaubt. Die Trip ID muss global in der Datei eindeutig sein, also bei uns eben, weil es nicht ein Betriebstag ist, den wir rausschreiben, sondern ein ganzes Jahr, muss die eindeutig sein. Was aber die Lösung, die jetzt dann kommt, ist, dass es ein zusätzliches Feld gibt in trips.txt mit trips_global_ID. Und dort wird die Swiss Journey ID drin sein. Dann nächste Folie. Die Flügelzüge, das ist beschrieben in GTFS, wie man das machen soll. Und die eigentliche Idee ist, dass man wirklich die ganzen, auch der zusammengehörende Teil, beides als Fahrt modelliert. Das geht im Moment nicht vom HRDF. HRDF hat dann Regeln. Also beziehungsweise InfoPlus hat Regeln definiert, wie man das dann machen soll. Im Moment ist das etwas unglücklich und es ist suboptimal umgesetzt. Und die Idee ist, dass wir es wirklich mal eben im Q1 2024 uns nochmal anschauen, was wir machen können und dass wir die auch besser darstellen können. Immerhin müssen wir uns immer weniger Gedanken über die direkten Wagen machen. Gut. Okay, nächste Folie. Dann ist eine Frage von euch, an euch eigentlich, auch bitte eure Gedanken vielleicht im Chat. Die wir überlegen uns eine Seite anzulegen, wo wir die GTFS-Quellen aus dem Ausland, beziehungsweise die Fahrplanquellen aus dem Ausland, wenn wir es schon machen, werden wir auch NetEx und HRDF anfügen. Wir denken im Moment, dass man mit GTFS Daten von Frankreich, Deutschland, Österreich und Südtirol bekommen kann. Was fehlt, sind die restlichen italienischen Teile. Da wissen wir nicht, wie man drankommen könnte bis jetzt. Vielleicht dann irgendwann mal der National Access Point Italien, aber ich habe da wenig Hoffnung. Und im Fall von Trenitalia ist es so, dass die sich aktiv wehren. Das wäre eigentlich ein Fall für die EU-Kartellkommission. Die liefern ganz bewusst keine Fahrpläne.
Was wir auch haben oder zeigen können, wäre die Fernbusse, also zumindest die großen Betreiber. Wir haben ja experimentell da bereits die Fahrpläne als NetEx aufgeschaltet. Also die aktuelle Version, die wir haben, das ist eine Umwandlung GTFS nach NetEx, also wäre es auch kein Problem, auch die GTFS-Dateien zu zeigen. Auch da sind wir froh für eben Feedback von euch, ob ihr das als etwas, was hilfreich ist für irgendjemanden von euch. Danke. Gut, dann noch nächste Folie. Die Extended Route Type, das ist einfach vielleicht wichtig, ist auch eher im klassischen Bereich schon. Wir verwenden sie, oder? Ich habe dann mal festgestellt, es gibt Tools, die dann etwas Mühe haben, wenn man da die höheren Nummern verwendet. Anscheinend zum Beispiel für Pooling gibt es auch bereits Route-Types, die schon definiert sind. Also von dem her, das ist auch auf dem Weg. Einfach nur zur Info für alle, die vielleicht neu einsteigen wollen. Dann nächste Folie. Wir machen ja auch ein paar Toolings ab und zu und wir verweisen auf Tools. Die Frage ist, also wenn ihr glaubt, ihr braucht irgendwelche Tools, dann können wir das sicher auch unterstützen, entweder im Suchen oder im Herstellen oder im Dokumentieren von den Dingen. Es sind ja auch ein paar Leute anwesend, die solche Tools entwickeln oder auch anbieten. Also man muss da nicht nur immer bei uns, aber einfach auch da bitte melden. Dann ganz konkret noch eine Frage zum Profil. Wenn ihr es dann angeschaut habt, eine Überlegung, die wir uns noch gemacht haben und wo wir auch gerne Feedback hätten, ob das für euch zielführend wäre, ist: Wir haben eigentlich gerade bei Echtzeit eine Liste von etwa 10 Anwendungsfällen, also Verspätung, Gleiswechsel, Ausfall, Extrazug, solche Sachen. Und die Frage ist, ob ihr glaubt, dass das hilfreich wäre, wenn wir im Profil auch solche Beispiele aufführen, um genau zu zeigen, wie jeder dieser einzelnen Use Cases modelliert ist. Auch da gerne etwas Feedback. So, dann nächste Folie. Da wären noch ein paar Links zu den einzelnen Sachen. Da ist auch Mobility Data drauf. Die entwickeln eigentlich im Moment am GTFS weiter, weil Google macht es ja nicht mehr selber. Und wir sind dort auch dabei und können auch unseren Senf dazugeben. Das heißt, wir können auch euren Senf dazugeben, wenn ihr Dinge habt, die ihr meint, dass man im Standard selbst ändern sollte. Mit dem üblichen Caveat natürlich, dass wir das nicht einfach durchdrücken können, sondern dass das halt nur Eingaben sind, die wir machen können. Ja. Dann übergebe ich an Christine. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Christine Matt. Ich bin die Verantwortliche für das Thema Community Building. Was heißt das für uns? Wir sind daran interessiert, dass wir mehr mit euch in Austausch kommen, dass wir von euch eben Feedback bekommen, dass wir euch untereinander vernetzen, dass eben gemeinsam auch Ideen entwickeln werden. Und da möchte ich euch ganz gern zusammenbringen und dazu einladen, mitzumachen. Nächste Folie, bitte. Genau, worum geht es uns jetzt heute auch nochmal konkret? Es wäre klasse, wenn wir an der Stelle einfach nochmal vielleicht eine Diskussion anstoßen könnten. Einfach, dass ihr vielleicht uns nochmal mitteilt, was sind eure Anforderungen, an welcher Stelle können wir weiterentwickeln, was ist euer Profil, was motiviert euch? Vielleicht gibt es da die ein oder andere Reaktion aus dem Publikum. Darf man natürlich auch im Nachgang, aber es wäre ganz toll, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen in Interaktion kommen. Oder auch im Chat, das geht auch. Oder im Chat. Ich lese es gerne vor. Gibt es was konkret, was euch an der Stelle bewegt? Wo Ich konnte ihr... mir, Ja, gerne. wenn ich darf, ich bin die erste Mal in diese Runde. Ich arbeite an der ETH.
in einer Gruppe, die versucht, wir nennen es Digital Twin, aber was sie versuchen, es ist gewisse Daten, akademische Daten, aber natürlich die Forscher nutzen auch manchmal die Open Data, die existieren, um gewisse Untersuchungen zu machen. Und wir sehen, dass für unsere Community suchen wir Gemeinsamkeiten, in wie wir die Daten austauschen. So, wir sind ein bisschen an der Suche um Lösungen, was man in IT nennt. Ich bin keine IT-Expertin, sorry, wenn ich das, was wir nennen Ontologie. Und ich sehe, hier gibt es gewisse Komponenten in diese Richtung. Ich wollte wissen, inwieweit gibt es einen Versuch zu einer gemeinnützigen Ontologie im Bereich Transport. Gibt es schon so etwas in der Schweiz? Geht in diese Richtung die SKI Plus? Oder? Weil wir wollen auch meine Kollegen versuchen, so etwas zu machen. Aber ich denke, wenn es ist genügend vernünftige Standards, die erweitert werden können, dann muss man vielleicht nicht von null anfangen und versuchen, etwas zu machen, das für viele verschiedene Akteure relevant oder nutzbar ist. Also in der Schweiz gab es für die Fahrpläne mal einen Versuch von Christian Trachsel, das ist der Open Data Verantwortliche der SBB, zusammen mit Satsuko etwas zu machen. Dass der ganze Fahrplan als Ontologie dargestellt wurde, also als Linked Data. In der EU gibt es auch Versuche, wobei die aktuellen Standards eigentlich nie als Linked Data dargestellt sind in diesem Bereich. Aber das müssen wir vielleicht dann mal separat einen Termin aufsetzen, um das zu besprechen. Wo dann vielleicht eben auch Christian Trachsel dabei ist. Nimmst du das auf, Christine? Sonst? Ich habe es aufgenommen, okay. Genau. Mhm. Und ich würde mich dann einfach ganz gern nochmal bei dir im Nachgang melden, wenn das für dich so in Ordnung ist. Mhm. Super. Gibt es eine weitere Frage, Anliege? Dann wäre es toll, wenn man da ganz kurz noch vielleicht diskutieren kann. Gerne. David Weber. Wir benutzen eigentlich GTFS Static momentan nur ausschließlich, um das GTFS Realtime mit den IDs mit dem HRDF zu verknüpfen. Und der Grund, wieso dass wir HRDF benutzen, ist, dass es bisher immer das vollständigste war. Verschiedene Details konnten bisher in GTFS Static noch nicht umgesetzt werden, und da ist ein bisschen meine Frage, ob es die Aussicht besteht, dass GTFS Static eigentlich alles kann, was das HRDF momentan kann. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was da alles die Unterschiede war, aber also Flügelzüge wurden schon erwähnt. Das wird jetzt mal noch genauer angeschaut. Was mir noch in den Sinn gekommen sind so Durchbindungen, also wenn ein Verkehrsmittel am Stopp wieder weiterfährt und man im Prinzip drin bleiben kann. Und im HRDF hat es auch noch ganz genaue Umsteigezeiten. So, ja, von der Verbindung zu der Verbindung schafft man es schneller. Da kann ich mir auch vorstellen, dass man das meiste von denen im Prinzip wie abschaffen kann, indem dass man die Haltekanten benutzt und genaue Umsteigezeiten zwischen den Haltekanten hat. Meine Frage ist grundsätzlich so, wann sind wir so weit, dass eigentlich das GTFS Static wirklich ebenbürtig mit dem momentanen HRDF ist. Oder beziehungsweise umgekehrt, was soll man künftig im GTFS-Profil machen, ist von unserer Seite schon, dass es ebenbürtig sein sollte, falls möglich. Okay, dann müssen wir noch etwas arbeiten. Eben, bis jetzt haben wir keine detaillierte Analyse, was noch fehlt. Da müssen wir uns halt mal zusammensetzen, was es ist. Oder die Attribute fehlen ja auch noch zum Teil. Mhm. Was machbar ist von dem her.
Es verkompliziert natürlich je nach, also nicht die Attribute, die sind entweder da und man braucht sie oder man braucht sie nicht. Aber HRDF arbeitet natürlich zum Teil sehr, sehr stark mit Regeln. Ja, also wir müssen es anschauen. Also aktuell haben wir ja, diese Ausbauschritte, die werden jetzt neu und müssen dann eben jetzt auch neu auf die Roadmap übernommen werden. Ja. Aber auch da, Christian, können wir sonst mal schauen, ob wir eine Liste zusammenstellen können und dann priorisieren, Preisschildchen und dann schauen, wie wir es machen können. Also das wäre wirklich euer Wunsch, dass es hochgerüstet wird. Also im Prinzip, solange es das HRDF noch gibt, können wir auch das HRDF weiterhin benutzen. Da ist unser Painpoint momentan einfach das Mapping mit dem GTFS-RT. Das ja hoffentlich auch bald wieder besser wird, aber momentan ist das noch zu kompliziert eigentlich. Mhm. Ja, für euch sollte das wieder besser sein dann. Ja, gut, die ist dann ja eben nicht erwähnt im RT selbst. Also, du müsstest dann immer noch, also das dann wäre vielleicht nochmal, müssten wir dann halt nochmal drüber. Also eine gewisse Komplexität wird nach wie vor bestehen bleiben. Ja. Von dem her wäre es natürlich schon noch besser, wenn das GTFS Static repräsentieren kann als bisher. Ja. Genau. Wir müssen es eigentlich probieren zu machen, ohne dass dann die klassischen Abnehmensysteme dann Schluckauf kriegen, oder weil es dann nicht interpretieren können, was sie bekommen. Aber das können wir anschauen. Für wirklich Profi-User im Sinn wäre dann vielleicht für euch auch noch die Frage, ob euch das Estimated Timetable oder ist euer Ziel dann nach hinten sowieso auch wieder das GTFS zu erzeugen? Oder ist das bei euch? Nein, wir erzeugen kein GTFS, wir benutzen HRDF direkt momentan. Okay, aber es wäre auch eben eine Möglichkeit, HRDF plus Siri zu verwenden. Ja, falls das Mapping dort besser funktioniert, ja. Ja, eben, das müssen wir dann anschauen. Dann ja. Weil Besitzsystem bei uns GTFS ist eher für die einfacheren Use Cases. Okay. Aber das kann ich diskutieren. Gut. Wir haben noch eine Frage im Chat. Ich lese gerade ganz kurz vor. Warum erhält der GTFS-Feed fast sämtliche Züge aus Frankreich? Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass er alle enthält, dass er halt ein paar. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er sehr viel mehr enthält als die von Lema Express. Aber also grundsätzlich ist es, war es immer schon eine Diskussion, was gehört zum ÖV, Schweiz oder nicht. Und das ist dann die ganze Grenzgürtel-Diskussion. Und das kann man unterschiedlich sehen. Man kann sagen, das ist alles nur bis zum ersten kommerziellen Halt im Ausland. Das ist der Grenzgürtel. Eine weitere Definition wäre, sagen, alles, was irgendwo ein Teil der Fahrt in der Schweiz ist, gehört zum Grenzgürtel, egal wie weit das es geht. Und dann könnte man auch noch sagen, dass das zumindest dort, wo ein Tarifverbund besteht, wie Lema oder eine Aglo, also dass man dann so bei Genf, bei Basel, Schaffhausen und im Tessin, dass man dann das auch noch in den ganzen Kreis reinnimmt. Weil wenn man das nicht macht, hat man dann bei der Auskunft das Problem, dass man die Infos von zwei Auskunftssystemen zusammenbringen muss. Also eigentlich sollte im GTFS es nur partiell Fahrten drin sein, also Teil nur bis Müllhaus und Teil halt einfach, weil sie einen Teil in der Schweiz haben. Aber es war eigentlich auch Diskussion, dass gerade bei Lema Express, dass dort auch die Fahrten, die einfach innerhalb des Lema Express rumfahren, dass die auch drin sind. Das wäre die Antwort auf die Frage, warum enthält der GTFS fast sämtliche Züge aus Frankreich. Da sollte es schon noch mehr geben, denn wir so Paris, Madrid sollte nicht drin sein. Gibt es noch weitere Fragen, auch mit Blick auf die Uhr? Ein, zwei letzte vielleicht? Ja, es hat noch eine zweite im Chat. Im HRDF
gibt es noch mehr Felder als in GTFS. Zum Beispiel ist die Farben von Linien. Ob das Das wäre auch, geht auch in die Richtung von Christian Helbing. Ich denke aber, irgendwo gibt es ein Angebot schon mit GTFS Plus Attribut, einfach nicht von uns. Aber eben, das könnte man diskutieren, was man alles noch integrieren will. Es müsste eigentlich natürlich in einer etwas natürlichen Art geschehen, nicht, dass wir dann einen totalen Murks machen. Aber wir nehmen es auf. Genau, die habe ich überlesen. Gut, dann, Ann, würdest du bitte noch eine Folie weiter? Genau, hier einfach nochmal ganz kurz zusammengefasst. Meldet euch sehr gerne, entweder bei mir direkt oder über unser Sammelpostfach, was eure Motivation ist, ob ihr dazu genommen werden wolltet, aufgenommen werden möchtet in die Community. Was ist euer Vorteil? Euer Vorteil liegt darin, dass wir einfach versuchen, nochmal mehr passgenauere Services und Datensätze euch zu überliefern, euch stetig zu informieren, wenn es Neuerungen gibt, Updates gibt und genau. Davon könnt ihr profitieren. Jetzt gibt es am Ende jetzt der Veranstaltung, habe ich noch zwei Veranstaltungshinweise. Gerade nochmal bitte nächstes Slide. Am 23. November haben wir die DINACON. Es gibt viele spannende Vorträge und aktuell haben wir auch noch kostenlose Besuchertickets. Meldet euch gerne oder meldet euch direkt über die Homepage an, der DINACON. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid am 23. November eben in Bern. Und eben, wir haben noch ein weiteres Webinar geplant, und zwar am 29. Januar nächsten Jahres. Aber man möchte es jetzt schon mal anteasern. In den kommenden Tagen wird es auch noch nähere Infos geben. Das Leitthema wird sein Störungsinformationen. Genau, wir freuen uns über euer Feedback. Gebt uns gerne Bescheid, ob es euch gefallen hat. Genau, und damit wären wir auch am Ende.